Hallihallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Agnes Johanna und ich möchte mit dir heute Anhänger machen. Und zwar Anhänger für mein Journal, was ich aktuell bastel, das Vintage Roses. Und ich dachte, wir machen so schöne Shabby-Chic-Anhänger. Ja, also aus Stoffen, Bändern, wie auch immer. Aber dabei soll es nicht bleiben. Und zwar möchte ich Anhänger einbauen. Ich habe nämlich Anhänger selber gemacht. Das sind die, die dann so aussehen. Warte mal, ich zeige sie dir mal. Also so kommen die später in den Shop. Ja, ein bisschen Eigenwerbung hier. Einmal so eine Rose und einmal diese Dame hier. Allerdings werde ich hier das Loch mittig setzen, damit man sie vernünftig anhängen kann. Ich habe festgestellt, dass das von der Seite irgendwie ein bisschen blöd ist. Deswegen, also diese zwei wird es später irgendwann mal geben. Und ja, jetzt wollte ich natürlich damit auch basteln. Also das ist quasi ein Mitanhänger. Ich habe mir hier auch schon einen ausgesucht für das, was wir dann zusammen machen. Das ist hier ein Prototyp, den ich schon mal gebastelt habe, um mal zu gucken, wie das so ist. Und ich habe mir überlegt, was wir auf jeden Fall bestimmt auch haben, sind Dinge, also Junk, vor allem Junk. Und zwar alte Perlen, Ketten und Tralala. Und da werde ich dir auch noch einige Dinge heute zeigen, die es schon als Video gibt tatsächlich, wo du dann im Anschluss auch gucken kannst, wie habe ich dies oder das oder jenes gemacht. Also die Anhänger, das Video, da handelt es sich um das Schrumpffolien-Video und zwar ist das mit Schrumpffolie gemacht, das ist ein Kunststoff und das kann man bemalen oder bedrucken, das kommt drauf an, welches du davon kaufst. Musst du nur halt auch gucken, wie weit dein Drucker die Dicke dieser Folie ab kann. Das ist jetzt Werbung ohne Auftrag, das sind halt nur die, die ich mir selber gekauft habe. Das ist einmal welche, die man selber bemalen kann. Und dann wird aus 100%, das heißt, man druckt riesengroße Teile quasi, ja, und dann später schrumpft das um 60%, glaube ich, hier. Ne? Man sieht es hier, das ist 100%, das wäre 40%, was dann übrig bleibt. Und so funktionieren diese Folien und wie gesagt, die gibt es auch noch als Druckversion. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wo der Unterschied ist und ich könnte mir gut vorstellen, dass man diese hier eventuell auch drucken kann. Bedrucken kann. So, die sind ziemlich ähnlich von der Haptik her, deswegen ich bin mir da nicht so ganz sicher, wo da genau der Unterschied ist. Und wie das mit den Schrumpffolien funktioniert, dazu habe ich schon ein Video gemacht. Das werde ich, wie gesagt, am Ende dann auch verlinken. Wenn du ganz runter gehst in der Beschreibung, dann sind ja immer diese verlinkten Videos und da werdest du das, da wirst du das auf jeden Fall finden. So, dann habe ich mir überlegt, werden wir Perlen mit einbauen und zwar habe ich ja diverse Perlen. Also ich habe Perlen von zum Beispiel kaputten Ketten, das ist eine kaputte Kette. Dann hier irgendwie, war irgendwo mal dabei, keine Ahnung woher, hier auch eine kaputte Kette, wo mir dann solche Perlen übrig geblieben sind. Perfekt, ne? Also wenn du so zum Beispiel in so einen Ramschladen gehst oder in, auf dem Flohmarkt alte Ketten siehst mit extrem übertriebenen Perlen, die du dir niemals anziehen würdest, kaufst du dir trotzdem da für 1-2 Euro so einen Kunststoffperlenkram. Super günstig, die dann nachher auseinanderzunehmen und dann die Perlen dann einzeln zu benutzen. Und ich würde das als Kette so nie tragen, aber ich habe mir die irgendwann, ich weiß gar nicht, habe ich mir die gekauft oder ist die noch von meiner Mutter? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, okay, egal, Band zerschnitten, Perlen rausgenommen. Und jetzt habe ich ein wunderschönes Set an Perlen, die auch noch farblich zusammenpassen. Dann gibt es ja immer wieder so Bastelsets auch für Kinder teilweise. Ich habe hier noch so uralte Reste wirklich von meinen Töchtern. Die hatten auf so Gummibändern, hatten sie so, ja, dieser Billigkram für Mädchen, Prinzessinnenkram und so. Hier eine ganze Sammlung von diesen kleinen Anhängerperlen, ne? So kleine Muscheln und ach, die kriegt man ja auch im Euroladen ohne Ende. Ansonsten, wie gesagt, geh mal eine Kramecke irgendwo im Secondhand oder sowas. Da gibt es bestimmt sowas auch. So, dann, wenn du das alles nicht hast, gar kein Problem, Papierperlen. Und zwar das Video zu diesen Perlen hier, das gibt es auch schon. Es gibt auch das Papier in meinem Shop. Es gibt auch ein Goodie bzw. ein Freebie auf meiner Website, was man sich dazu runterladen kann. So ein buntes Papier, was dann am Ende so eine schöne, ja, so einen schönen Farbverlauf gibt. Und wie das Ganze geht, wie gesagt, erfährst du dann in dem anderen Video. Das Tutorial werde ich dir dann auch noch verlinken. Und das sind so Sachen, die man dann alle benutzen kann. Einige davon, die habe ich geschenkt bekommen tatsächlich. Diese hier habe ich nicht selber gemacht, genauso wie die aus Stoff nicht. Letztendlich ist das aber alles das gleiche Prinzip. Und ja, da kannst du dann einmal ein bisschen gucken, was es da so alle gibt. Und dann brauchen wir natürlich vielleicht noch Anhänger. Da habe ich tatsächlich Anhänger, auch schon gekaufte, fertige, so hier kleine Herzchen oder sowas. Ja, kann man nehmen. Was es da so gibt, das sind einfach nur Metallsachen, die ich jetzt hier drin so gesammelt habe. Ganz irre Sachen, wo ich auch noch gar nicht weiß, was ich damit machen werde. Mal schauen. Hier solche Figuren gab es da mal im Secondhand. Und hier ist auch schon leider der Kopf fast abgefallen. Den muss ich wieder dran löten.
irgendwelche, ich nehme an, irgendwelche russischen oder ich weiß nicht genau, was das für eine Mode ist, aus welchem Land das kommt, wo das mal dran war. Ich habe absolut keine Ahnung. Lag da so rum, habe ich mal mitgenommen. So, ja, wie gesagt, Anhänger. Das hier zum Beispiel ist auch total witzig. Das ist aber richtig schwer. Das ist von so einem Sammler. Da gab es so gesammelte Sachen, diese kleinen Kupfersachen, die so Leute sammeln. Kleine Stühle und kleine, da habe ich auch die kleinen Gewichte her. Hast du schon mal gesehen bei mir, diese kleinen Mini-Gewichte? Die lagen hier irgendwann mal so rum. Ja, also hier auch thematisch, ne, so ein Anker. Oder hier, oh, das ist von meinem Papa, der Anhänger. Das ist ein alter Anhänger von meinem Papa. Ich glaube, der ist sogar echt Silber. Ich weiß es gar nicht. Oder ist das nur Modenschmuck? Ne, der ist geprägt. Okay, was auch immer. Hier sowas zum Beispiel, ne? Also alte Anhänger von Ketten und so, ne? Kram halt. So, sowas kannst du nehmen. Und wenn du sowas nicht findest, vielleicht hast du ja alte Ohrringe, die du nicht mehr magst. Sowas zum Beispiel. Das ist so ein, ja, was soll ich sagen? Das ist so ein Mehrfach-Gebimsel-Ohrring. Moment, also so geht der im Original. Ja, also richtig. Sowas würde ich mir nie ans Ohr hängen. Aber die habe ich auch im Second-Hand-Laden tatsächlich mal gekauft für ein paar Cent. Diese Ohrringe, das Schöne ist, die kann man hier auseinandernehmen. Und dann hat man dann diese einzelnen Dinger, ne? Die Rosen, die Blumen. Und das kann man hier abbauen einfach mit einer Zange, aufmachen. Dann hat man auch gleich diese Ringe, die man weiterverwerten kann. Also ich finde, man kann gerade so aus so altem Schmuck kann man mega viel fürs Junk-Journal machen. Gut, das ist jetzt ein kompletter Anhänger. Den habe ich, glaube ich, sogar so gekauft. Hier, das meinte ich, hier solche, diese Kupfer-Sammelteile. Ich musste die haben, weil die so niedlich waren. Ich weiß überhaupt nicht, was ich damit machen soll, aber ich habe sie. Vielleicht an ein Kochbuch hängen. So ein Ding an ein Kochbuch. Salz und Pfeffer. Das Problem ist halt, die sind ultra schwer, ne? Massiv. Ja, also das hier wäre auch zum Beispiel eine Möglichkeit. Wie gesagt, ne? Alte Ohrringe und so. So, und dann habe ich von meiner Mutter noch ein Sammelsurium an irgendwelchen diversen Bändern bekommen. Und da wusste ich erst lange nicht, was ich damit mache. Aber für dieses Projekt perfekt. So alte Bändchen, die du überall mal abgemacht hast von irgendwas, die eignen sich heute ganz toll für unser Projekt. So, was kannst du noch gebrauchen? Also, Anhänger natürlich. Und zwar Anhänger kannst du benutzen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt so fertige Dinger, diese hier zum Beispiel. Solche, ne? Die kann man nehmen. Die sind natürlich ein bisschen, ja, kosten halt ein bisschen Geld. Oder diese hier, die gibt es ja auch manchmal. Die habe ich auch hier an den Anhängern schon alle mit dabei. Die gibt es tatsächlich, habe ich festgestellt, entweder nur in Quietschfarben oder in Schwarz. Ich habe sie versucht in Weiß zu bekommen, aber leider ist das mir nicht möglich. Ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen weiter und länger recherchieren, bis ich die finde, in der Farbe, in der ich sie gerne hätte. Gut, ja, also das sind die ganzen Verschlüsse. So, dann gibt es natürlich diese hier, diese, wie nennen die sich? Das sind so Sicherheitsnadeln, die aussehen wie so eine kleine Lampe. Die sind ganz cool. Oder du nimmst eine normale Sicherheitsnadel. Das geht natürlich auch. Und wenn du das alles nicht hast, weil du Fantys es nicht einsiehst, für dein Junk Journal Hobby was einzukaufen, dann wirst du mit Sicherheit dieses Jahr haben, nämlich eine Büroklammer. Und mit einer Büroklammer kann man wunderbar natürlich auch sowas machen wie hier Anhänger. Und das Schöne ist, wenn du eine größere Büroklammer hast, kannst du dir die sogar noch zurechtbiegen. Also es geht auch. So, um sie dann nachher am Journal zu befestigen, brauchst du ja irgendetwas, um es zu machen. Dann nimmst du dir eine oder auch zwei Büroklammern. So, sagt ja keiner, wie viele. Du kannst dir das dann auch passend drehen mit einem normalen Draht. Kannst du dir da auch was fertig machen. Ne? Das kannst du dann ja so gestalten, wie du es brauchst. So. Das also nur an Material, was man heute so gut gebrauchen kann, eventuell nicht. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an und bauen unser Dingeldangel, Tessel oder Anhänger oder wie auch immer dieser ganze Kram genannt wird. Nenn es, wie du es willst. Das Einzige, was alle gemeinsam haben, sie sind total niedlich und süß und putzig und wir stehen drauf und deswegen basteln wir das heute. So, und da ich ja ein Rosenjournal mache, wie du weißt, Moment, nee, dieses hier, ja, möchte ich dazu natürlich einen passenden Anhänger haben. Und deswegen habe ich mir diese Rose hier ausgesucht. Die passt nämlich ganz gut dazu. Und ich weiß natürlich noch überhaupt gar nicht, wo ich das dranhängen werde, weil ich habe natürlich am Anfang des Covers nicht darüber nachgedacht, dass ich vielleicht mal was reinhängen will. Deswegen werde ich wahrscheinlich später einfach ein Loch hier durchstanzen und dort so ein Anhängerteil dran machen, wo man was dranhängen kann. Also so, aber das werden wir dann auch noch zusammen machen, wenn es soweit ist. Hui, Agnes, ruhig, Brauner. Alles gut. Muss ja nicht den Kaffee anschubsen hier.
Okay, also wie fangen wir an? Wir nehmen uns erstmal ein Band, was relativ gut hält. Also ich hoffe, dass meins gut hält. Ich probiere das mal noch aus. Ja, also das kann ich stramm ziehen, das geht. Ich habe mir nämlich, Achtung, Achtung, aus Euroläden diese kleinen Dinger gekauft. Das sind so Sets. Das Problem bei dieser Wolle ist, die reißt super ultra schnell. Ja. Die kann man so zum Verzieren ganz gut nehmen, allerdings nicht, wenn etwas länger halten soll. Das, was ich heute mit dem Ding hier vorhabe, ist, dass ich da ein paar Perlen drauf ziehen werde, weil dafür finde ich die ganz gut und dafür reicht es auch aus. Die hängen dann nur, haben da ein paar Perlen dran und fertig. Da kommt also, das muss nicht halten etwas oder so, ja, sondern, ja gut, die Perlen, aber, ne, also das hält es schon aus. Nur wie gesagt, wenn du etwas stramm ziehen möchtest oder einen Doppelknoten machen willst und stramm ziehen willst, da eignet sich dieses Zeug überhaupt gar nicht. Ich muss auch ehrlich gesagt gucken, wo habe ich das denn jetzt genau her? Aus einem von den Euroläden auf jeden Fall. Ich glaube, dieser Euro-Teddy oder wie der heißt. So sehen die aus, die Dinger. Das ist jetzt Werbung ohne Auftrag, ne? Für wen ist das denn hergestellt? Steht da noch nicht mal drauf. Mensch, wo habe ich das denn gekauft? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Das kommt aus den Niederlanden. Ja, super. Kann man bügeln. Ja, ist gut zu wissen. Und waschen. Ja, Cotton Garn, aber das ist halt, wie gesagt, oder ist das doch aus dem Action, ey? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ihr werdet es erkennen. Ihr geht ja auch ständig in die Läden, gebt es zu. Dazu muss das auch mal sein. So, und für sowas reicht das ja auch. Okay, also dieses Garn und davon schneide ich mir einfach erstmal ein Stück ab. Muss kein Riesenstück sein. Wo habe ich denn jetzt meine Schere? So, machen wir einfach mal zack und dann ist das erstmal gut. So, und dann kommt das erstmal zur Seite. Das brauchen wir jetzt für einen Moment noch nicht. Später dann wieder. So, und als erstes suchen wir uns zusammen, welche Bänder wir haben wollen. Okay, also, das kann auch kurz zur Seite, das brauchen wir gleich erst, das brauchen wir auch gleich erst. So, also was für Bänder möchte ich bei meinem Dings haben? Also ich möchte auf jeden Fall Spitze. Und da werde ich diese Spitze hier nehmen. Die Länge habe ich jetzt festgestellt, dieses hier, das hat eine Gesamtlänge, habe ich so 25 cm ungefähr genommen. Nur falls du es wissen möchtest, ne, wie das dann nachher aussieht, weil sonst ist es nachher vielleicht zu kurz oder tatsächlich zu lang und dann hast du viel Verschnitt oder so. Also dieses Dingeldangel ist dann ungefähr von der Dings her insgesamt so 15 cm und ich habe insgesamt etwa bei 25 die Bänder gemacht. Ja, und dann nachher in der Mitte und dann das abzüglich und so und dann hast du es dann ungefähr. Ja, also ein 30 cm Lineal reicht da völligst aus. Wir können das auch so machen, dass wir es einfach mal zusammen schon mal so machen, dass wir es vermessen, damit du ganz sicher bist mit dem, was du tust. So, das Bändchen tue ich mir hier vorne hin. Schön im Auge behalten. Falls ich es gleich wieder suche, musst du mir sagen, wo es ist. So, also machen wir hier so. Pi mal Auge, 25. Das ist eigentlich echt eine gute Länge. So, und hier hatte ich das ja dick gelassen. Das kannst du auch dick lassen. Das geht, das fügt sich nachher ganz gut ein. Und ich habe mir aber diesmal überlegt, ich mache es doch so, dass ich es ein bisschen einschneide. Ich möchte es ein bisschen schäbiger haben. Und zwar werde ich das jetzt so machen, dass ich das so ein bisschen, also nicht komplett nach oben, sondern nur von beiden Seiten so ein bisschen anschneide, dass sich da so mehrere Bändchen draus ergeben. Du musst ja noch nicht mal beide Seiten gleich machen. Du kannst auch eine Seite mit zwei machen, eine mit dreien, wie du willst. Oder du kannst es auch komplett lassen, alles gut. So, das würde ich jetzt gerne dann so machen. Du kannst es auch komplett durchschneiden und die Dinge einzeln benutzen, das geht auch. Also so ein dickeres Band kann man ruhig zerfusseln. Ja, das sieht dann trotzdem cool aus. So, und ich mache das jetzt so, ich habe das jetzt schon mal ausprobiert und ich habe festgestellt, ich brauche etwas, um das zu fixieren, weil einige von den Bändern, die ich habe, konnte mich davon welche benutzen auch, die sind so krisselig und dann krisselt das immer so ein bisschen blöd. So, dieses hier ist jetzt mal extrem lang, das werde ich aber hier gleich mal abschneiden. Also die gehen jetzt hier noch, das ist ein bisschen kürzer. Eigentlich sind die Längen egal, finde ich. Also sinnvoll ist es natürlich, wenn du unten das Längste hast und dann eventuell etwas kürzer wirst. Aber werd nicht zu kurz, das sieht dann blöd aus. Ne? Maximal da irgendwie zwei, drei ist vielleicht schon zu viel. Ja, vielleicht 3 cm Unterschied, ne? Also von der Länge her. Das ist okay. Mehr würde ich da nicht machen. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Rosé. Also ein bisschen Rosé, aber ich wollte auch noch ein bisschen Grün mit da drin haben. So, jetzt habe ich hier bei diesen Dingern von meiner Mama, die sie mir da gegeben hat, kein Grün mehr. Was ich noch hier habe, ist so ein dünnes Weiß. Ich habe auch noch andere Satinbänder. Die finde ich total schön dafür übrigens. Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich werde auch nicht Satin auf Satin auf Satin machen. Das finde ich jetzt, also wie gesagt, sind das Reste und ich werde die jetzt alle mal ein bisschen angleichen hier von der Länge her, dass das nicht zu unterschiedlich ist.
am besten so wie das eine Band hier. Obwohl das kleine, das kann ruhig so kurz sein. Das ist okay, aber die anderen wollte ich jetzt auch nicht so megamäßig abschnibbeln. Hier so ein bisschen. Das hier, solche Reste, die kann man echt noch verwenden für ein kleines Cluster. Die würde ich mir jetzt aufheben, weil die finde ich ganz niedlich. Wenn das noch kleiner ist, würde ich es wegschmeißen. Also jeden Scheiß muss man auch nicht behalten, ne? Aber das tue ich mir wieder zurück in dieses kleine Mini-Sammelsurium. Ich habe das auch so klein gehalten, weil ich könnte bestimmt noch mehr Bänder haben von diesem kleinen Sammelsurium-Kram. Aber ich schmeiße auch tatsächlich auch viel schon weg, weil es ist zu viel. Ich kriege es dann nicht mehr hinweg zu basteln, ne? Das ist, ja, das ist dann schon echt heavy. So, was ich auf jeden Fall noch möchte, ist einmal dieses Band hier, dieses Grün, weil ich das total gern habe. Das ist so ein Oliv-Dreckgrün, so ein Durchfallgrün. Ne? Aber ich finde es hübsch. Passt natürlich wahrscheinlich dann nachher zu diesem nicht ganz so. Obwohl, man kann da auch mal ein bisschen, ne? System sprengen hier. So, genau. Ach so, was mir noch eingefallen ist, jetzt gerade, wo ich sehe, ich habe nämlich dieses, ich glaube, das war von Christiane, ich weiß es nicht mehr, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das Säckchen war bei diesen ganzen Geschenken mal dabei, was sie mir mal geschickt hat, zum Geburtstag. Ich glaube, das Tütchen war da auch mit bei. Und da habe ich nämlich gefunden, hier, diese für Ohrringe, diese Anhänger, die kann man natürlich auch als Verschluss nehmen, ne? Da muss man das dann nachher nur noch durchziehen und dann macht man das hier mit einer Zange richtig zu und dann hat man auch, so ein Anhängerding, ne? Also alte Ohrringe eignen sich super zum Auseinandernehmen. So, genau, das nur noch nebenbei. So, von den Bändern her, genau, dann hatte ich ja dieses Band hier auf jeden Fall noch. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir das hier stapeln. Machen wir mal rosa, dann machen wir grün, dann machen wir ein bisschen rot, dann machen wir wieder ein bisschen rosa, vielleicht zweimal und einmal weiß. Ups. Und gut ist, wenn du weißt, also das sollte dann nachher, wenn du das dann in der Mitte dann knickst, muss man das ja dann zusammenbinden. Und dann musst du ein bisschen gucken, wie du das fixierst. Und ich habe jetzt bei dem vorigen, habe ich das tatsächlich so gemacht, dass ich angefangen habe, das Ganze zu fixieren mit so einer Klammer. Und zwar habe ich versucht, das hier links und rechts zu fixieren. Jetzt habe ich natürlich das unterste zerschnippelt. Das könnte ein bisschen tricky werden, das jetzt so zu fixieren, wie ich es vorhin gemacht habe. Aber es geht ja nur so ums Grobe, ne? Das muss ja nicht hundertprozentig sein. Vielleicht ist die Klammer auch blöd. Vielleicht sollte ich eine größere nehmen und das einfach von hier aus fixieren. So, dass ich alle Bänder drin habe und die alle so auf ihrer Höhe bleiben. So, ne? Dass nachher auch, wenn ich dagegen komme, ist alles schon mehr so gleich ist halt. So, okay. Dann brauche ich noch ein bisschen was anderes an Farben. Und ich habe eine Tonne hier von Seidenbändern tatsächlich, aber auch Farben, die ich so gar nicht leiden kann. Also falls sich jemand findet, bitte hier schreien, mich anschreiben. Am besten über E-Mail, ich schicke euch das gerne. Weil ganz ehrlich, also Neon geht gar nicht, ne? Kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ja, Pink für die Mädels halt immer, ne? Ich habe ja Nichten und die stehen da drauf. Aber das Gelbe, das würde ich doch auch verschenken. Das mag ich überhaupt nicht. Ich bin nett, ne? Ich verschenke immer nur Sachen, die ich nicht mag. So bin ich. So, okay. Zack. Und vielleicht, na, zu viel Rosé will ich auch nicht. Ich will doch schon ein bisschen mehr Grün. Das Grün, das sieht jetzt überhaupt nicht aus. Und das Grün sieht eigentlich auch schon nicht aus. Jetzt muss ich gucken, ob ich noch ein anderes Band habe, wo ich meine Perlen draufziehe. Und was mir auf jeden Fall... ich nehme was Neutrales vielleicht. Nehme ich mal so ein Grau. Das ist doch auch okay. Das nehme ich gleich für die Perlen. So. Und die sollen so ein bisschen rausgucken. Das heißt, ich werde das Band so ein bisschen länger machen. Sowieso, weil ich muss ja von unten knoten, damit mir nachher die Perlen nicht abhauen. So. Einmal das graue Band. Genau. So. Und davon mache ich, glaube ich, zwei. Bin gerade so überlegt. Das ist gut. Dann habe ich vier so eine Gebamseldinger plus den Anhänger. Das, oh, nein, nicht wegschmeißen. Was mache ich denn? Okay, das ist schon mal cool. So, dann mache ich das so. Ich mache erstmal, ach so, das wollte ich einmal noch festmachen, bevor es abzischt. Vorsichtig, ja. Genau, vorsichtig öffnen und reinstecken. Zack. Jo, sieht gut aus. Nur so rosa ist hier abgehauen. Das packe ich vielleicht doch noch dann hier. Oh, jetzt will das da nicht drunter, ne? Jetzt mache ich alles durcheinander hier. Zack. So, man könnte das auch von zwei Seiten fixieren, aber dafür habe ich das Band jetzt unten drunter so blöd gemacht, dass das jetzt nicht so gut ist. So, es hält jetzt erstmal so, wie es halten soll. So, halbwegs. So,
Okay. Also, dann machen wir Band Nummer 1. Ich mache hier einmal einen Doppelknoten oder eventuell sogar einen Dreifach-Fünffach-Knoten. Dafür eignet sich dann Jack ganz gut. Der kann das Ganze nämlich hier einmal festhalten. Also gleich, wenn ich jetzt quasi einen Knoten auf den Knoten setze, dann kann man das ja so machen. Und damit man den Knoten genau auf dem anderen Knoten hat. Also das geht jetzt einfach so, da brauche ich jetzt doch keinen Jack für. Aber falls dir sowas passiert, kannst du das noch mit dem Ding hier runterziehen, zu dem Knoten hin. Damit das nachher auch passt. Ne? Also der Knoten bleibt dann beweglich sozusagen. So. Und dann setzen wir den genau auf den anderen drauf. Ja, es hat ja super geklappt. Nämlich gar nicht. Egal, die sind so nah beieinander, dass wir das jetzt hier aber zwischenbekommen. So. Und jetzt aber hier. So, genau drauf. So, das müsste eigentlich jetzt okay sein. Und jetzt gucken wir mal, welche Perlen wir aufziehen. Also die ganz dicken werde ich jetzt nicht nehmen mit den ganz dicken Löchern, weil die passen natürlich dann nicht. Und damit ich das vernünftig durchbekomme, habe ich mir überlegt, ich nehme mir jetzt einmal mein Buchbindewerkzeug, meine Nadeln. Nehme mir da einfach die dickste, damit ich da kein Problem habe, das durchzufuseln da. Moment. So, dann wollen wir das mal hier. Ja, da fängt schon das Problemchen an. Ich krieg's nicht durch, wa? Weil das so fusselig ist. Weil es so mehrere Dinger hat. Da eignen sich dann doch vielleicht andere Bänder für, das da durchzubekommen. Ja, es gibt tausend Tricks, das wieder durchzupullen. Jetzt habe ich gerade ein Loch im Kopf, jetzt weiß ich wieder einen nicht. Ich versuche das jetzt hier echt durch das Dickste zu bekommen. Früher ging das auch alles so. So, geht doch. So, und jetzt ziehe ich hier einfach mal ein, zwei Perlen auf von der Seite und auch von der anderen. Also, ich ziehe jetzt hier schon mehrfach Perlen auf. Und zwar werde ich nehmen einmal so eine Abschlussperle aus Papier, weil die ist recht eng. Das heißt also, da kann ich dann auch was Größeres drüber machen, ohne dass es mir runterrutscht. Und dann gucke ich doch mal, ob ich nicht so ein bisschen was Silbernes hier nehme. Ups. Ach nee, ich habe ja diese schönen Rosen. Moment, jetzt habe ich das ganze Ding kaputt gemacht. Oder war das schon kaputt? Weiß ich jetzt nicht. Ich habe ja diese hier von meiner Kette. Die wollte ich unbedingt mal benutzen. Ich hoffe jetzt nur, dass die Nadel da durchpasst. Das könnte nämlich jetzt ein Problem werden. Ja, und zwar passt die Nadel schon nicht durch. Mist. Bei denen wahrscheinlich auch nicht, ne? Doch, die passen. Aber die ist mir zu fett. Das ist ein bisschen zu groß. Oh nein, 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 nein. Jetzt muss ich es genauso wieder rausbekommen. Die kleineren davon vielleicht. Vielleicht passen die auch. Nein, passen die hinten auch nicht. Oh, das ist natürlich jetzt echt ärgerlich, weil die wollte ich doch gerne benutzen. Wie mache ich das denn jetzt? Ich will unbedingt diese rosanen Perlen benutzen. Und vielleicht noch so eine Glitzerkugel. Und dann noch eine andere Papierperle hier. Von der anderen Seite. Die Dingeldangel. So, so und so hätte ich es gerne. So, wie kriegen wir das jetzt hin? Ist doch durchs kleinere Fädeln, wa? Wir gucken mal. Ah, mir fällt da gerade was ein. Ich habe eine Idee. Where is my Tesafilm? Da. Und zwar, ich probiere das jetzt mal. Es ist ein Trick. Den kann man anwenden. Ob der jetzt bei mir klappt, weiß ich nicht. Aber manchmal funktionieren Sachen ja, ne? Also, ich lege mir das jetzt hier einfach mal hin. Und mache hier das Band rein. Und dann mache ich das so ganz, ganz dünn hier zusammen. Klebe das, damit mir das nicht auseinanderfuselt. Und jetzt schneide ich mir hier so eine Spitze. So, dann habe ich das schon mal fest. Dann kann das nicht abhauen. Und jetzt ist die Frage, fädel ich jetzt direkt die Perle auf? Könnte, ja, das geht eventuell gut. Yep. Hihi. Juhu. Ja, super Trick hier, ne? So, und dann fädeln wir die hier auch direkt durch. Mega, so geht's. Okay, und jetzt müssen wir nochmal rückwärts anfangen. Das heißt, wir nehmen nochmal so eine Glitzerperle hier, so eine Diamantperle.
Dann nehmen wir wieder so eine Perle. Nicht abhauen. So, und wenn das ein bisschen zu kurz ist, nimmst du dir eine Zange oder eine Pinzette und holst das dann hier raus, ne? Also ich komme da jetzt gerade so dran, aber da fehlt auch nicht viel, dass es nicht klappt. So, jetzt muss ich das hier noch einmal, hier muss ich ein bisschen nachhelfen. Geht aber auch mit Jack. Guck, super. So, und das Ende, da mache ich jetzt wieder einen Zigfachknoten drum, ne? Setze den so weit wie möglich ans Ende, dass mir die Perlen da nicht abzischen. Zack. Und schon habe ich beide Seiten jetzt fest. Genau. So, das kommt gleich in die Mitte. Die Enden hier werde ich jetzt einmal ein bisschen abschnibbeln, damit das nicht allzu extrem rausguckt. So, und dann habe ich hier meine Perlendinger. So, wunderbar. Das gefällt mir. So, dann wollen wir noch ein zweites machen. Gucken wir mal, was wir da dran hängen. Vielleicht einfach nur eine andere Farbe. So größere einfach von denen hier. Die sind doch auch schön. So, finde ich gut. Das hier ist auch nicht schlecht. Ja, machen wir mal zwei und vielleicht doch mal eine andere Farbe noch mit dabei. Diese kleinen Türkisen vielleicht. Die sehen doch gut aus. So machen wir das. So, und dann haben wir erstmal genug an Perlen. So, jetzt mache ich hier auch direkt schon so einen Mehrfachknoten, indem ich das einfach ein paar Mal mehr durchdrehe hier. Nicht nur einmal, sondern ein paar Mal. Und dann ziehe ich das einmal runter und dann habe ich hier erstmal so schon mal so einen etwas dickeren Knoten. So, dann wird aufgefädelt mit meinem super neuen Trick. Ja, ich bin dann schon ein bisschen happy über die Idee, die ich jetzt gerade noch so schnell hatte. Also, ihr habt ja auch so viele gute Ideen. Und ich muss ja echt sagen, manchmal, ne, dann denke ich über irgendwas nach und ihr habt mir da schon längst eine coole Idee irgendwie zukommen lassen. Und ich habe sie einfach vergessen. Also wundert euch nicht, wenn ich manchmal Dinge nicht umsetze, weil ich es wieder vergessen habe. Man kann sich echt nicht alles merken. So. Und vor allem, wenn man viele... Oh, das hat ja nicht so gut geklappt mit der Perle. Die war zu dick. Was ist mit der? Ist die dünn genug für meinen Knoten? Mal gucken, dass ich das hier jetzt durchbekomme. Jetzt klappt es wieder nicht. Ja? Alter, was hier los? Mal klar hier. Jetzt steckt dieses Tesafilm hier drin fest. Das ist zu breit. So, dann müssen wir das mal noch ein bisschen feiner machen hier. Oh, ja, mit so kleinfein arbeiten, da bin ich ja jetzt auch nicht so der Freund von. Ich mache es ja eher grobmotorisch. Ja, genau. Was natürlich jetzt auch geht, um sich die Arbeit zu erleichtern, das einfach mit dem Tesafilm in so eine Nadel einfädeln und fertig. Das geht doch auch super. Zack, das werde ich jetzt immer so machen. Hoffentlich kann ich mir das merken. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. So, genau. So, dann kann ich das jetzt auch hier einmal abschneiden, das restliche Tesakrams. Dann mach ein bisschen mehr von dem Band, nicht, dass du nachher zu wenig hast. Jetzt gucken wir mal, ob das hier von dem hier... Jetzt passt das wieder hier nicht drüber, oder was, über die Perle. Ich werde bekloppt. Ja, weil das halt eben dicker ist und doppelt, ne? Mist, was mach ich denn da? Oh. Komm, nochmal das Ganze. Ich glaube, ich brauche ein neues Band. Nee, noch ist lange genug. So, ein bisschen Tesa, Tesa, Tesa. Wo habe ich es jetzt schon wieder hingelegt? Miam, miam, miam. Lülülü. Keine Ahnung. Da ist es ja. Zack. So. Jetzt versuche ich das mal ein bisschen schmaler zu drehen. Mann, es ist heute auch irgendwie nicht so richtig. Wie spät haben wir es überhaupt? Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich habe heute nämlich noch einen Termin. Ich muss
muss ich mal immer ein bisschen die Uhr im Auge behalten. Ne? So. So, so, so. Ey, wenn mich das Ding jetzt voll verkackt, ihr wisst schon. Ja, jetzt nochmal. Oh, jetzt aber hier, sonst Perle. Ich werde gleich echt sauer. Ich nehme doch eine kleinere Nadel und versuche es nochmal mit einer Nadel. Gucken wir mal, ob das hier jetzt durchpasst. Also ja, das Tier sah schon, nur der Rest halt eben nicht. Ne? Ist so dick, glaube ich. Ah! Ich habe es hingekriegt. Wer hätte das gedacht? So, jetzt nochmal das ganze Spielchen von vorne. Aber vorher probiere ich schon mal, ob die Nadel da überhaupt durchpasst. Ja, das passt diesmal gut. Das Einzige, was nicht passt, ist natürlich das Stück mit dem Teser. Aber ist okay, das kann man ja jetzt einmal abschnippeln. So, jetzt haben wir es endlich hingekriegt. So, das Ding hält auch am Ende, das ist gut. Oh, schwere Geburt wieder hier. So, jetzt nochmal die Perle so rum und einmal die Perle so rum. Zack. So, abziehen, Nadel direkt weg, bevor sie nachher verloren geht. Ups. Okay, die können auch zur Seite. So, Teser wieder auf seinen Platz. Ich versuche ja jetzt Ordnung zu halten, wie beim Kochen, ne, wenn ich dann was mache, dass man nachher gar nicht sieht, dass ich was gemacht habe. Nein, links und rechts stapeln sich natürlich die Sachen wieder, ist doch klar, wie immer. So, dann machen wir hier jetzt wieder mehrfach so reingedreht. Zack, zack, zack. Und ziehen das dann alles auf einer Stelle sozusagen fest. Dann haben wir hier einen dicken, schönen Knotenknubbel. So, aufpassen, dass man den auch echt gut erwischt hier. So. Okay, das hält. Wunderbar. So, dann habe ich mein zweites Perlending auch fertig. So, und jetzt kommen wir zum Folgenden. Wir werden das jetzt gleich nochmal neu da drauf sortieren, würde ich sagen. Damit das gut ist. So, und zwar mache ich das jetzt so, damit nichts schief geht. Da ist das Band, das legen wir uns jetzt schon mal hin. Ja, und ich mache das so, weil ich gleich so knoten werde. Deswegen lege ich es mir schon mal so hin. Okay, dann fangen wir mal an. Also jetzt kannst du nochmal neu dir überlegen, ne, wie du das machen möchtest, wenn du es jetzt nochmal aufgemacht hast, so wie ich. So, ich gucke jetzt, dass ich so die Mitte ungefähr habe mit dem Band. So. Also wir hatten jetzt 25, das heißt, wir sind jetzt etwa bei 12, ne, ist die Mitte. Ungefähr. Ne? Muss nicht 100 pro sein, das sind 26, also eher bei, Moment, bei 13. Ja, so, da ist ungefähr die Mitte. Und da legen wir jetzt alles schön drauf, und zwar in der Reihenfolge, wie du es gerne magst. Ich sehe mal dazu, dass alles so ein bisschen mittig ist, auch von den Längen her. So, was ich jetzt aber mache, ist schon mal einmal so ein Band mit so Perlen da rein. Das soll nämlich weiter unten sein und nur so rausgucken. Dann machen wir nochmal so ein Band. Dann machen wir mal das dicke Band. Huch. So. Und dann nochmal ein rosanes Band. Dann machen wir nochmal ein Perlenband. Zack. Ja, das, wenn du die Reihenfolge beibehältst, dann hängt das nachher auch dann so, das eine innen und das andere außen. Das musst du halt gucken. Also gerade in der Mitte ist es wichtig, dass das dann genau übereinander gestapelt ist, da wo du gleich knotest. Der Rest ist nicht so schlimm, das passt sich dann schon an. So, und jetzt muss ich überlegen, was ich denn außen haben möchte. Ich glaube, das Weiße mit dem Grünen drunter, das wird gut aussehen, wenn ich das jetzt so hinkriege. Wir gucken mal. So, grün soll eigentlich außen sein. Ja, die Bänder, ne, wie gesagt, die verrutschen. Das ist echt ein bisschen, muss man hier rumtricksen. Damit das nachher so wird, wie man das gerne haben möchte. So, schön hier festhalten am besten. Dann das hier nochmal drauf. So, und jetzt machen wir dann schön Knoten rein. Also wir versuchen es. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, da nochmal so ein... Weißt du was, ich mache das jetzt einfach mal. Und zwar mache ich jetzt noch mal links drüber. Sowas hier. Und so ein Rest, das so ein bisschen dicker ist außen.
Das, glaube ich, finde ich cool. Das kann man dann nachher auch noch einschneiden, wenn man das möchte. So, ich glaube, so finde ich das gut mit dem Abschluss. So, und jetzt machen wir einfach einen Doppelknoten und möglichst das untere Dicke so nach hinten drücken, damit das nicht so nach vorne kommt. Ich jetzt einmal vielleicht tatsächlich umdrehen. Oh nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich das hier noch? Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass alles auf der richtigen Seite ist. Oh nein, irgendwas ist mir hier rausgeklatscht. Oder? Ah, nee, das kann man ziehen. Ja, natürlich ist alles noch ein bisschen locker. Ne? Okay. Also, ich habe jetzt hier einmal richtig festgezogen. Dann ziehe ich von dieser Seite noch fest. Den Knoten machen wir dann auch gleich. So, und jetzt noch einmal umdrehen. Und jetzt einen Doppelknoten am besten, damit das nicht auseinanderfällt. So, und wenn du den Doppelknoten hast, dann machen wir da drüber nochmal einen Doppelknoten. Aber wir ziehen das nicht komplett bis zum Ende, sondern lassen hier so eine kleine Schlaufe. Damit wir das nachher irgendwo dran hängen können, ja? Da kannst du auch drei Knoten machen, wie du willst. Na, so, damit das hier, also das ist hier quasi unser Top. So, so sieht das bisher aus. Und was ich jetzt gemacht habe, was ich jetzt bei dem Ding auch mache, ich möchte ja diesen Anhänger mit da dran haben, der soll da auch mit rein. Den werde ich jetzt von unten quasi dann hier mit reinbauen. Du kannst ja auch noch diverse andere Dinge dranhängen an dieses Ding. Ach, Mensch, hier dran zum Beispiel könntest du jetzt auch noch ein, zwei andere Anhänger vielleicht in anderen Längen oder so mit einem normalen Band oder so mit dranhängen. Ich mache das jetzt nur damit und zwar gehe ich hier einmal unter das Band mit dem Haken. Und arbeite das so mit ein. Also es soll nicht vorne zu sehen sein, aber es soll immer mal rauslucken. Das ist so das, was ich damit erreichen möchte. Ja, so. Und dann sieht man das dann, wenn das so liegt, sieht man das, wie das hier immer ist. So, und jetzt ziehen wir das ein bisschen runter. Und dann nehmen wir uns wieder das Band, was wir am Anfang hatten. Und deswegen auch ein Band, was bitte stabil ist. Ja, such dir also eins. Probier das vorher aus, einmal mit dem Reißen. Da lässt du dir dann so ein Stück übrig. So, hältst das hier so knubbelig fest. Und dann machen wir hier so eine Quaste. Du hältst das dann einmal so und dann fängst du an zu wickeln. Und zwar mit dem, ja, mit dem langen Ende sozusagen, ja. Es geht vielleicht einmal in die andere Richtung besser. Machen wir es mal so. Also ich bin jetzt Rechtshänder. Ich werde mir das mit der rechten Hand festhalten. So, dieses ganze Gedöns. Und werde das dann drumherum binden. Und zwar lasse ich mir jetzt hier, das Stück werde ich jetzt mit meinem Finger fixieren. Das hier werde ich abschneiden, weil mir das jetzt schon auf den Keks geht. Zack, das ist mir zu lang. Aber mach es ruhig länger, nicht, dass du nachher dann blöd guckst, wenn du es dann doch zu kurz hast. So, und das ist jetzt schön gezogen. Und das Ding, was du jetzt hier übrig hast, das Schwänzlein, das sollte lang genug sein, dass du später noch einen Knoten machen kannst. So. Und jetzt wickelst du das rum. Und das ist jetzt eine Sache, das kannst du machen, wie du willst. Optik nach, wie auch immer, was dir halt gefällt. Ich bin jetzt eigentlich schon ziemlich gut drum herum gekommen. So. Und da mein Band ja farbig ist, was ich ja auch ganz witzig finde, wechselt das hier auch ein bisschen die Farben, während ich das hier so drum herum wickel. Also finde ich richtig cool, die Wolle. So, jetzt gehe ich wieder ein Stück runter und mache das so drüber. Okay, und jetzt bin ich hier wieder angekommen. Dann schneide ich mir das ab und mache dann einen Knoten. Das ist im Prinzip wie Quasten machen, ne? Kann man ja. Also es sind ja Quasten letztendlich, würde man jetzt hier so auf Deutsch sagen. So, jetzt machen wir hier einen schönen Doppelknoten rein. Schön fest, damit das nachher nicht auseinanderfuselt. Und was ich dir dann empfehlen würde, ist, wenn du den Knoten erstmal hast, kommen wir mal noch einen dritten, ne? Aller guten Dinge sind drei. Dann schneidest du die Dinger hier ein bisschen knapper ab. Warte mal. Ich hoffe, du kannst das alles gut. Ne, wahrscheinlich kannst du das gar nicht gut sehen. Und dann schiebst du die so ein bisschen unter dieses ganze Gewickelte, was du da hattest. Dann sieht man das auch nicht so und dann bleibt dir da auch drunter
nicht nur verborgen, sondern hoffentlich geschlossen. Siehst du, der dritte ist nämlich jetzt schon aufgegangen. Aber ich habe ja noch einen Doppelknoten. Den schiebe ich jetzt mit dem guten Jack hier drunter. Und die anderen Sachen schiebe ich da einfach mal ein bisschen drüber, damit er hier fixiert ist. Was auch immer geht, was man von früher kennt, das kannst du natürlich auch machen, wenn du jetzt natürlich erwachsen bist, ist das Ganze ansenken mit dem Feuerzeug quasi. So. Und zack, ist das Gebamsel so gut wie fertig. Ja. Und finde ich mega. Ich liebe es. Ich liebe es. Und ich finde es toll, dass dieser Anhänger da so unten rausguckt. So, oh, da ist ja noch was. So ein bisschen was zum Entdecken. Und auch, dass diese Dinger da rausgucken, finde ich so dermaßen cool. Ah, da ist mir wieder was gelungen. So, den hier hebe ich mir auf für was anderes. Der hier kommt original an das Vintage Roses Journal. Ne? Weil der ist ja jetzt extra dafür gemacht. Und dann kommt dann natürlich noch ein Anhängerding dran. Im Übrigen, wenn du sowas hier dran machen möchtest, dann solltest du das vorher schon hier mit dran machen und dann reinknoten sozusagen. Weil hierbei, die Dinger kann man ja öffnen. Das sind ja so Sicherheitsnadeln. So. Die gehen dann jetzt einmal in diesem... Na, komm schon. So. Ja, und schon hast du ein fertiges Dingeldangeldongel. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Das ist mal ja, etwas, was es auch schon tausendfach mindestens auf YouTube hier gibt. Aber vielleicht nicht so, wie ich es gemacht habe. Vielleicht auch nicht in Deutsch. Wer weiß, wer das schon alles vor mir gemacht hat. Aber ich hoffe, dass ich dich jetzt vielleicht auch daran erinnert habe, dass man sowas ja auch machen kann. Und dass du jetzt Spaß hast, es nachzumachen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Basteltag oder auch nicht. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin. Alles Liebe. Tschüss.